Hallo ihr Lieben, heute wieder Voice-Over von mir mit einem Thema, was nichts mit dem Video zu tun hat, wo ich dann einfach irgendein Video da im Hintergrund laufen lasse, was ich jetzt noch nicht vorbereitet habe. Aber ich hatte Lust, mal die 10 Fragen ein Tag zu machen. Allerdings nicht, weil ich getaggt wurde, sondern einfach, weil ich Lust zu hatte. Entsprechend werde ich am Ende auch keinen taggen, sondern auch sagen, wenn ihr Lust dazu habt, macht es einfach. Also, die erste Frage ist, in welche Richtung bewegst du dich basteltechnisch aktuell? Eher süß wie Kawaii oder eher Richtung Vintage, Altered, Steam oder einfach neutral? Die Frage lässt sich gar nicht so einfach bearbeiten. Ich finde jetzt, mein Bastelstil ist weder sonderlich süß, noch dass er irgendwie speziell in die Richtung Vintage geht oder so. Ich glaube, ich mache da immer einen guten Mix, also würde ich es fast sagen neutral. Wobei ich mag schon ein bisschen dieses Comichafte, ich mag auch Fantasy ganz gerne, aber es ist jetzt nicht so, dass ich das durch alle meine Bastelarbeiten durchzieht. Ich habe zum Beispiel in letzter Zeit die Mixed Media Boxen gemacht, die ich jetzt eher in den Stil Vintage einordnen würde. Ich habe, was habe ich dieses Jahr noch gebastelt? Ich habe diverse Karten gemacht, die ich dann eher im Stil niedlich bis neutral einordnen würde. Ich habe das 4-Jahreszeiten-Mini-Album gemacht, was dann eher wieder in Richtung neutral bis comichaft geht. Ja, ich würde sagen, ich habe da nicht einen festen Stil, weil ich da sehr gerne mixe. Frage 2. Welche Materialien liegen dir besonders oder wohin tendierst du eher? Zum Beispiel Papier, Resin, Gips, Fimo, Wolle etc. Also bei den Sachen, was mir besonders liegt, würde ich tatsächlich in die Richtung gehen, was ich schon lange mache. Das ist Zeichnen und Handarbeiten, speziell Häkeln. Alles andere ist eher in die Richtung, wohin tendiere ich. Also ich tendiere immer dazu, neue Sachen auszuprobieren. Ich mag mich nicht auf eins festzusetzen und das dann monatelang zu machen, sondern ich brauche eigentlich jeden Monat was anderes. Deswegen tendiere ich momentan zum Harzgießen, was ich noch nie gemacht habe. Ich tendiere momentan auch wieder mehr zu den Handarbeiten, die ich halt über den Winter gar nicht gemacht habe. Über den Winter hin tendierte ich dann eher zum Karten- und Papierbasteln, weil das war damals für mich neu. Oder auch Kerzengießen. Also das schwankt sehr stark. Und wie gesagt, momentan wieder viel Zeichnen, viel Handarbeiten, Harzgießen und das eine Mini-Album, was ich noch fertig machen muss. Dritte Frage. Ist das, was du aktuell gerne kreativ auslebst, auch das, womit du einst begonnen hast, oder hat es sich langsam entwickelt? Ja und nein. Also Papier basteln und Zeichnen ist das, womit jeder mal angefangen hat im Kindergarten. Handarbeiten ist, also Zeichnen ist das, was mich eigentlich nie verlassen hat. Das habe ich immer gemacht. Es gab mal kürzere Pausen, aber es gab nie eine lange Pause, dass ich gesagt habe, ich habe es jahrelang nicht gemacht. Handarbeiten ist etwas, das mache ich seit ich 14 bin und da auch kontinuierlich, immer halt, wie ich Zeit und Lust habe. Auf der anderen Seite habe ich halt auch komplett neue Sachen für mich entdeckt, wie Kerzengießen, Harzgießen, Polymerklee, Nadelfilzen und so. Das sind wirklich neue Sachen. Damit habe ich nicht angefangen, die sind halt irgendwann dazugekommen. Und irgendwas, was weggefallen ist, fällt mir jetzt eigentlich nicht ein, außer die Ölfarben. Aber Ölfarbe habe ich mal ein Bild mitgemalt. Das ist jetzt nichts wirklich, womit ich mal angefangen habe, was wieder weggefallen ist. Es ist einfach, ich habe es mal gemacht, weil ich es da hatte, aber ich habe es nie tiefer verfolgt. Viertens, lässt du dich gern von anderen Kreativen inspirieren? Arbeitest du gerne nach Tutorials? Also inspirieren lasse ich mich sehr gerne.
konkret nach Tutorial arbeite ich nicht gerne. Also ich lasse da immer einen Hauch von mir einfließen. Und wenn es nur ist, dass ich es anders dekoriere oder andere Papiere nehme als in dem Tutorial. Aber ich mag es nicht strikt nach Anleitung. Das habe ich noch nie gemocht. Das mag ich auch in anderen Bereichen nicht, wie beim Kochen. Ich mag aber gern Ideen auffassen und das dann auf mein Projekt anwenden. Zum Beispiel die Idee mit der Mixed Media Box, dass man eine Box nimmt und da verschiedene Sachen draufklebt. Ja, genau das draufkleben, was der andere macht. Nein. Fünftens, würdest du gern etwas anderes Kreatives können, hast aber kein Talent dafür? Wenn ja, was wäre das? Ja, es gibt Sachen, die würde ich gern können. Da liegt es aber nicht am Talent, sondern an der Geduld. Also alles, was so wirklich Langzeitprojekte sind und fitzelig und kleinteilig und sehr detailliert, da verliere ich schnell die Lust dran. Ich mache lieber kurze Projekte, wo ich jeden Tag meine 10 Minuten, 20 Minuten investieren kann und dann aber auch einen Fortschritt sehe, anstatt dass ich ein Mammutprojekt mache, wo ich jeden Tag so ein kleines bisschen sehe und nicht sehe, dass ich weitergekommen bin. Beim Häkeln, also beim Handarbeiten, ist es noch ein bisschen anders. Da mache ich auch mal größere Projekte, aber auch da sieht man ja den Fortschritt. Also ich sag so, wenn ich ein großes Tuch häkle und da jeden Tag eine Reihe mache, dann sehe ich auch, dass es über die Zeit wächst. Was ich zum Beispiel niemals machen würde, ist eine realistische Zeichnung, wo man Monate dran sitzt. Das ist einfach nicht meins. Dann, mein Stil ist eher so eine Zeichnung, die darf auch mal 2-3 Stunden dauern, aber nach 2-3 Stunden muss irgendwo auch mal ein Ergebnis da sein, mit dem ich zufrieden bin. Genau, also talentmäßig lebe ich mich eigentlich so aus, wie ich es will. Ich lasse mich da auch nicht abschrecken. Wenn ich was nicht kann, dann übe ich es halt, bis ich es kann. Aber geduldmäßig hätte ich gerne die Geduld, die manche haben, die ganzen kleinen Teile zu machen und dann wirklich bis ins Detail reinzugehen. Sechstens, macht dir dein kreatives Hobby noch genauso viel Freude wie zu Beginn oder bist du manchmal sogar frustriert, gestresst, genervt davon oder was damit zu tun hat? Also ich war noch nie an dem Punkt, dass es mir keine Freude gemacht hat, weil ich auch sage, wenn es mir keine Freude macht, dann mache ich es nicht und ich lasse mich von einem Hobby auch nicht stressen. Das einzige Mal, wo ich manchmal ein bisschen gestresst, genervt bin, ist, wenn man halt wirklich was für jemanden macht und eine Deadline hat und man merkt einfach, man kommt nicht zu dem Punkt, wo man gern hin wollte und man muss es vereinfachen. Aber ich sage dann auch, ich lasse den Stress nicht an mich rankommen. Ich mache dann einfach und schaue, wie weit ich komme und bin dann mit dem zufrieden, was ich erreicht habe. Zum Beispiel beim Hochzeitsjournal für meine Tante war es so, ich hatte noch 1000 Ideen im Kopf, am Ende lief mir die Zeit davon, also habe ich nur die Hälfte der Ideen wirklich umgesetzt. Habe dann gesagt, das was ich schaffe, schaffe ich, das was ich nicht schaffe, schaffe ich nicht. Am Ende ist es trotzdem ein schönes Album geworden, finde ich, also ein schönes Junk Journal. Könnt ihr ja mal gucken. Es ist vielleicht jetzt nicht vergleichbar mit jemandem, der da wirklich Wochen reinsteckt und auf jeder Seite tolle Kleinteile und Details drauf hat. Dafür hat einfach die Zeit nicht gereicht. Aber ich muss auch sagen, ich arbeite meine 40-Stunden-Woche und das Hobby soll mein Ausgleich sein. Wenn ich mir da auch noch Stress und Druck mache, hat es nicht mehr diesen Effekt. Und das will ich nicht. Siebtens, wie reagierst du, wenn du dich für ein Projekt wahnsinnig verausgabt hast, Zeit, Nerven und ist der Empfänger, sofern es einen gibt, am Ende nicht zu schätzen weiß oder gar herabwürdigt? Das ist mir eigentlich relativ egal. Ich meine, ich weiß, was an Arbeit drin steckt. Viele anderen, denen ich zeige, wissen es auch. Und wenn es der Empfänger nicht würdigt, ist das sein Problem. Ich bastle nicht, damit jemand anders ein gutes Gefühl hat. Ich bastle, damit ich ein gutes Gefühl habe. Und mir geht es mehr um den Bastelprozess als um das Endprodukt. Und ich freue mich dann, wenn ich mit dem Endprodukt dem anderen eine Freude machen kann.
wenn es mal nicht so ist, dann ist es halt mal nicht so. Also, ich habe das auch noch nicht erlebt, außer bei Karten, wo man sich manchmal denkt, du steckst da Stunden an Arbeit rein, wenn du alles mit Kolorieren zusammenrechnest und am Ende landet sie im Müll. Aber das ist halt auch die Natur einer Karte. Es gibt wenige, die die Karten wirklich jahrelang aufheben. Die meisten, die ich kenne, basteln sie selber und wissen, was für Arbeit dran steckt. Und dann bin ich auch nicht böse, wenn der Empfänger sagt, ich freue mich in dem Moment, wo ich sie kriege, aber eine Woche später ist das Event vorbei und ich hau sie dann auch weg. Genauso bei Geschenkverpackungen. Man steckt da Arbeit rein, ist klar, man will es schön sein, aber es ist am Ende was für die Tonne, das wissen wir alle. Und ansonsten achte ich bei dem, was ich bastle, schon drauf, dass es was ist, was der Gegenüber gebrauchen kann, wo er auch der Typ für ist, dass er vielleicht für sich behält. Oder jemand halt ist, der selber Handarbeiten macht und bastelt und weiß, was für Arbeit drin steckt. Ich würde zum Beispiel so eine aufwendige Box, würde ich jetzt, so böse es klingt, nicht meinem Freund schenken, weil der macht es nicht selber, der weiß nicht, was da an Arbeit drin steckt, der kann damit nichts anfangen. Der kriegt dann lieber eine einfache Geschenkbox, die mit was gefüllt ist, wo er es anfangen kann. Hingegen meiner Mutti zum Beispiel habe ich ja so eine Box geschenkt, die macht doch selber Handarbeiten, die weiß es zu wertschätzen. Meine Tante und mein Onkel haben das Junk Journal gekriegt, wo wirklich eine Menge Zeit reingeflossen ist, weil ich weiß, Hochzeit ist ein spezieller Anlass, die werden es in irgendeiner Form nutzen und füllen, die werden es nicht wegschmeißen. Achtens, wie viel Zeit investierst du in dein kreatives Hobby inklusive Besorgung für Materialien, sowohl real als auch online shoppen, am Tag, in der Woche, im Monat? Das ist sehr unterschiedlich, weil, sag mal so, mein Tag teilt sich auf in Arbeit, Haushalt, Freizeit. Die Freizeit teilt sich auf in Bewegung und draußen an der frischen Luft sein und basteln. Beziehungsweise Online-Shopping, beziehungsweise auch einfach mal Fernsehen, einfach mal daddeln und so wenig. Ich sag so, ich habe am Tag vielleicht 3-4 Stunden Freizeit. Und wenn ich bastle oder zeichne oder so, gehen dafür auch die 2-3 Stunden drauf. Wenn ich aber an dem Tag sage, ich gehe lieber raus, eine Runde walken, eine Runde schwimmen oder so, gibt es auch Tage, wo ich gar nicht bastle. Ich würde sagen, so grob hochgerechnet in der Woche sind es ja, 3-6 Stunden. Plus das Wochenende vielleicht noch mal 3 Stunden, also maximal 10 Stunden. Und das macht dann im Monat so ungefähr 40 Stunden fürs Hobby. Aber es gibt auch Monate, da bin ich deutlich drunter und es gibt Monate, da bin ich deutlich drüber. Und fürs Shoppen, ich bestelle einmal im Monat was, dann nehme ich mir dann einen halben Tag Zeit zu recherchieren, was ich haben will aus dem Shop. Und also ungefähr 3-4 Stunden im Monat. Auch vor Ort gehe ich nur einkaufen, wenn ich online nicht einkaufe. Und vor Ort ist es dann ungefähr dieselbe Zeit. Neuntens, wie viel Zeit würdest du gerne, wenn du könntest, in dein kreatives Hobby investieren? Ich sag mal so, wenn ich könnte, würde ich den ganzen Tag kreativ sein. Aber es gibt halt auch andere Pflichten und Aufgaben und man muss auch Geld verdienen. Und man braucht auch mal Abwechslung zum Kreativsein. Das habe ich auch schon gelernt, sonst kommt man in so ein kreatives Loch. Also, sage ich mal, wenn ich könnte, würde ich wahrscheinlich so, naja, sagen wir mal so 40 Stunden die Woche, also normale Arbeitszeit rein investieren, dass man sagt, man ist wirklich so 5 Tage von morgens bis abends aktiv und dann hat man 2 Tage, um seine Kreativkräfte wieder zu mobilisieren. Und ich sag's mal so, bei den 8 Stunden am Tag, da werden ja auch Aufgaben dabei, die relativ stupide sind, wie Sachen stempeln, Sachen
einfach ausschneiden und so, halt so kleine Vorbereitungsarbeiten für andere Sachen. Zehntens, wo siehst du dich mit deinem kreativen Hobby in 3, 5 oder 10 Jahren? Ich sehe mich eigentlich dort, wo ich jetzt auch bin. Also ich sehe, dass ich es weiter gerne mache. Ich sehe, dass ich weiter meine Sachen teile. Ob das noch bei den Seiten sein wird, wo ich es jetzt mache. Also momentan bin ich bei Instagram relativ aktiv. Ich habe eine eigene Seite. Ich bin bei Facebook aktiv. Und ich bin halt hier bei YouTube aktiv. Ich habe noch einen Twitter-Account, der wird aber nur automatisiert gepostet, da bin ich fast nie selber. Genau. Also das sehe ich durchaus, dass ich es weiter teile. Ob ich es auf denselben Seiten mache, weiß ich nicht. Ach so, ich habe noch eine WhatsApp, also mehrere WhatsApp-Gruppen zu verschiedenen Themen, die sind aber nicht von mir geleitet, da bin ich nur Mitglied. Und ja, da werde ich mir immer wieder Input holen. Ich werde auch weiter zeichnen und so weiter. Ich werde definitiv weiter basteln und Handarbeiten machen. Ich werde damit wahrscheinlich kein Geld verdienen. Dafür macht mir mein Hauptjob eigentlich auch sehr viel Spaß. Ich bin ja Programmiererin und dem will ich nicht komplett aufgeben. Es wird vielleicht noch mal weniger werden, weil ich irgendwann natürlich auch Familie will und dann mit Kinderbetreuung hat man auch weniger Zeit, aber ich möchte es auch dann nicht komplett aufgeben. Es werden wahrscheinlich wieder neue Sachen dazukommen und andere dann vielleicht wegfallen. Wie gesagt, ich bin jemand, der sehr gern Abwechslungen hat, der eher Neues probiert, als Sachen konstant zu verfolgen. Und sollte irgendwann mal sich die Möglichkeit ergeben, damit Geld zu verdienen, werde ich die wahrscheinlich wahrnehmen, werde das Geld aber wieder fürs Hobby ausgeben, sodass ich keine Gewinne damit erziele. Ich weiß nicht, wie sich Social Media bis dahin entwickelt. Ich weiß nicht, was aus dem YouTube-Account wird. Ich weiß nicht, ob der mal so groß jemals wird. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, das ist ein Hobby. Genau. Meine Handarbeiten biete ich ja schon an über die Seite meiner Mutti, aber sind momentan so um die 20 € im Jahr, die da reinkommen. Das gebe ich locker wieder aus. Ja, also ich sehe mich eigentlich in 3, 5, 10 Jahren, egal in welcher Zeitspanne. Ich sehe mich da, wo ich jetzt auch bin. Ich glaube nicht, dass sich da viel ändern wird, weil es hat sich in den letzten 3 bis 10 Jahren auch nichts verändert. Vom grundlegenden Kreativsein bei mir. Genau. Vielleicht wird in der einen oder anderen Richtung, die ich wirklich beibehalte, noch ein bisschen mehr Profi-Equipment einziehen. Also, ich bin ja eigentlich jemand, der sehr sparsam ist, der sagt, es geht alles auch billig. Aber es gibt ja auch bei den billigen Sachen Unterschiede und ich habe jetzt zum Beispiel bei den Alkoholmarkern schon, ist der erste Bereich, wo ich aufgestockt habe, nicht mehr die ganz billigen, die Touch 5 habe ich, glaube ich. Marker, sondern dazu schon die ersten Sets Ohuhus, auch wenn die ein bisschen teurer sind. Und ich denke, das wird sich in andere Bereiche vielleicht noch fortsetzen. Genau. So, das waren auch die 10 Fragen. Ja, wie gesagt, die Fragen werde ich euch noch mal in die Beschreibung stellen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr die auch machen. Ja, ansonsten, wie gesagt, ich werde jetzt keinen nominieren, weil ich gar nicht die Übersicht habe, wer es schon gemacht hat und wer nicht. Und ich wurde ja auch nicht nominiert. Ich mache es einfach, weil ich Lust dazu habe.
Genau. Ansonsten gibt es nur noch ein was zu sagen. Ich wünsche euch allen einen schönen Nachmittag, einen schönen Abend, einen schönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann!